Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pizza Connection 3 hier vom Kanal. Neue Woche startet und zwar natürlich da, wo wir beim letzten Mal irgendwo schon aufgehört haben. Dein Restaurant kommt an, wir haben die ersten Sterne kassiert. Ich werde das jetzt ein bisschen schneller durchlaufen lassen, wisst ihr warum. Wir haben das ja eigentlich alles schon gemacht in Down Under. Down Under hat leichte Probleme gesorgt. So, sobald wir dieses Level erfüllt haben und es darum geht, dass wir ihn sabotieren sollen. Der erste Tag ist nicht so gut gelaufen, weil wir so lange keinen Lieferanten hatten, aber das werden wir jetzt alles am nächsten Tag nachholen. So, zack, zack. Wartezeit ist jetzt noch ein bisschen mies. Ich weiß auch nicht, warum schon wieder drei Köche da sind. Toll, jetzt kommen wir mit der Wartezeit nicht hin. Das haben wir letztes Mal locker geschafft. Haben wir zu langsam mit Köche oder was? Also. Kann natürlich auch sein, dass es vom Restaurant Aufteilung her dass die Probleme macht, ne? Geht natürlich nämlich auch um die Wege, die Leute hier unser Servicepersonal laufen muss. Umso weniger, umso besser. Der steht zu weit weg. Dann stellen wir das auch alles noch einmal darüber. So, dann wollen wir natürlich nochmal unsere Angestellten checken hier. Was können wir für die nochmal Gutes tun? Achso, ich wollte dann doch noch einen Grill hier einfach reinstellen. So viel kosten den wir auch nicht, wenn wir tatsächlich mal so viel Personal da haben. So, unser Servicepersonal in diesem Laden, wie sieht's aus? Die Geschwindigkeit ist nur eher hier ein bisschen mies. Gibt's da eine neue gute? Ja. Geht er weg. So, und die war auch von der Geschwindigkeit mies. Gut. Warum ist hier jetzt hier so blöd drin? Dann tauschen wir die alle einmal so durch. Das sieht sonst blöd aus. So, jetzt dürfen wir doch von der Geschwindigkeit hinkommen, oder? Bald denn hier das erste Personal, die ersten Besucher kommen. Immer noch 38 von 60. Keine Pizza gekriegt, immer noch 38 von 60. Also der Tag heute war nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, warum sie jetzt alleine ist. Also irgendwas stimmt mit dem Personal nicht. Haben wir beim letzten Mal, waren wir schon mit dem ersten Level an diesem Tag durch. Stimmt ja nur ein Kellner da. Wo sind denn die anderen Kellner jetzt? Normalerweise sind wir immer doppelt belegt, obwohl, na gut, die ersten Stunden nicht, ne? Und das haut uns wahrscheinlich rein. Köche sind da, zwei.
39 von 60 müssen wir tatsächlich noch ein weiteres Servicekraft dazu packen. 40 von 60. Also die Köche können nicht schneller arbeiten. Ist nicht schaffbar aktuell scheinbar. Ich weiß nicht warum. Das ist doch echt nervig. Na gut, dann machen wir eine Doppelschicht, wa? Oh, hier haben wir aber aktuell nichts richtig Tolles. Irgendwo. Jo, die sind toll. Nö, nichts zu holen. 35 von 60, sogar noch schlechter. Das geht so nicht. Wir kommen so nicht voran. Das gibt's auch gar nicht. Beim letzten Mal klappte alles sofort. Das ist typisch, oder? Und jetzt bleibt man hier so hängen. Ich kann hier aber auch nicht so schlechtes Personal mit dazu packen. Das geht nicht. Entweder sind sie unfreundlich oder sind irgendwie unfähig. Jetzt haben wir gerade vier Köche in der Küche. Wir müssen noch die durchschnittliche Wertezeit mal auf 50 zumindest kriegen. Ich packe gleich einfach die Stühle raus. Dann haben wir nur noch Platz für ein oder zwei. Warte mal, ist das nicht eine Idee? So geht's ja nicht. Wir wollen ja eh umbauen und neuere Sachen hier einrichten. So, sollen wir nochmal gucken, was jetzt passiert. Jetzt haben wir nur noch Platz für 1, 2, 3, 4, 6 Leute oder so. Wir haben ja auch, es geht ja nur noch um die Wartezeit jetzt einmal hochzukriegen. Und die dürfte jetzt bei der Anzahl an Köchen, bei der Anzahl an Servicepersonal und der wenigen wenigen Platzes, aber wir haben auch bald kein Geld mehr, ne? Das ist natürlich auch heftig. Hier schon mal in die Forschung, dass wir die Ganoven 2 frei forschen. Jetzt haben wir gleich kein Geld mehr. Ich wollte noch einen zweiten Laden öffnen. Das wird schon fast schwierig. Ich glaube, unsere Pizzen kommen nicht so toll an wie letztes Mal. So, 42 von 60. Jetzt ist es voll. 43 von 60. Wieder runter auf 42 von 60. Verstehe ich nicht. Warum haben wir es beim letzten Mal so schnell geschafft? Was haben wir da anders gemacht als hier? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hängen wir hier die ganze Zeit an so einem Level rum. Und schon wieder ein Tag vorbei. Wir machen so ja auch kein Geld. Oh Leute. Buck lässt grüßen oder was?
Ich will das Level jetzt schaffen, kostet es, was es wolle. Es gibt jetzt nur noch zwei Plätze. So, ein Platz. Ein Gast kommt und der wird von ohne Ende Köchen bedient. 50.000 haben wir noch, also wir haben auch sonst keine Chance mehr, das Level überhaupt zu schaffen. Wir müssen danach neu einrichten. Aber wir haben ja alles verkauft. Wir kommen nicht weiter, ne? Selbst dieser eine Gast, durchschnittliche Wartezeit, wird nicht schneller bedient. Nein, das ist buggy. Ganzen Tag kein Geld verdient. Wartezeit hat sich nicht geändert. Das ist doch Schwachsinn. Vielleicht sind wir pleite. Ich laufe jetzt in die Pleite rein, ist es dann so. Das ist, weiß ich nicht, sind die Pizzen zu kompliziert? Ist da zu viel drauf oder? Da kann man das Spiel einfach so durchlaufen lassen, ne? Passiert nichts. Also es gibt's ja nicht. In diesem Level ist ein bisschen der Wurm hier drin. Kann auch sein, dass es sowieso noch ein bisschen buggy ist. Ne? Erstmal, dass man dieses Restaurant nicht mieten kann, ist ja ein bisschen unglücklich. Da muss man erstmal wieder überlegen, Pizza Connection erstmal wieder für ein paar Tage sein zu lassen. Und wenn es neue Updates, neue Patches gibt, mal wieder weiterzuspielen. Weil so, seht ihr selber, hat das überhaupt keinen Sinn. Wir sind gleich pleite. Gibt nur noch Pizza alles. 6 Zutaten ist zu viel. Ich nehme mal nur Tun. Ne, da sind 8 drauf. Und die Turi sind 4 drauf. Dann nehmen wir mal nur die Turi-Pizza. Kommt der Koch nicht damit zurecht oder so? Lager ist dauervoll. Wir haben auch keine Gäste. Und es sind jetzt 2 Chancen, haben wir noch. Dann sind wir pleite. Es geht ja nicht nach Zeit hier, scheinbar. Das wäre schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt überhaupt kein Gast mehr, oder? Den ist es auch zu blöd. Die Speisekarte ist ja auch echt nicht gut. Hat nicht benötigte Zutaten im Lager. Warum nicht? Ach, weil wir wahrscheinlich von den anderen zu viel drin haben, ne? Was? Ach so, hat er so komischen Krams da drauf, oder was? Ach so, Zutat wird aktuell nicht mehr gebraucht. Ich habe jetzt welche rausgeschmissen, glaube ich, die wir noch brauchen. Die Pizza Turi kommt vom Chefkoch, kommt ja richtig gut an, nicht ein Gast. Er hat natürlich dann auch nichts an der Wartezeit. Oh, machen wir so weiter, ne? Läuft ja bei uns. Kommt ja eh keiner. Gibt's ja nicht, oder? Wir haben hier Werbung, wir haben gutes Personal. Aber an der Pizza, an die Pizza traut sich keiner ran. Freunde, es ist eine Chefkochpizza, Leute. Steht denn jetzt so teuer, ne? Lieferpriorität. Da muss ich für 100% speichern. Das ist jetzt aber günstiger geworden. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Wir testen mal so ein bisschen, das andere ist ja eh nicht mehr zu gebrauchen. Kein Mensch kommt in unseren Laden. Da brauchen wir doch 2 Stühle. Ich
Guck mal, haben richtig ausgebaut. Es mag kein Mensch diese Pizza, verdammt nochmal. Chefkochpizza, ne? Das ist auch echt lächerlich. Ja, als wir noch Geld hätten für den Chefkoch. Bla. Ah, was macht der Chefkoch diesmal? Fast das gleiche, oder? Toll. Dafür haben wir ihn bezahlt. Für Pizza Bla. Schockt ja gar nicht. Sieht ein bisschen aus. Ist aber eigentlich so gut wie die gleiche, ne? Krass. 9 Tage nicht das, was wir letztes Mal sofort geschafft haben. Ja. Das ist doch echt irgendwie albern. Jo, Pleite. 48 Stunden hätten wir Zeit, um noch aus den Schulden rauszukommen. Hier ist mittlerweile alles schlecht. Na, ist glaube ich auch ein Ziel, ne? Einmal pleite zu gehen. Ich will gar nichts benötigt aktuell. Jetzt wird wieder was Neues geliefert. Bla und Turi sind Pizzen, die gar nicht laufen. Ja, damit haben wir es vermasselt, würde ich behaupten. Bestimmt keine neue Pizza mehr hier. Das kann ich mal vollhaken. Also unsere Pizzen beim ersten Mal waren gar nicht so schlecht. Hier ist alles schief gegangen. Aber das lassen wir jetzt noch zu Ende schief gehen für heute. Komm, die paar Minuten ziehen wir jetzt noch durch. 2-3 Minuten, bis wir pleite sind. Ich hau nochmal wieder Pizza alles auf die Speisekarte. Achso, und schon kommen die ersten. Die Turi-Pizza ist total der Reinfall. Also schneller kann es doch nicht gehen. Der sitzt hier, kriegt direkt geliefert, eigentlich schon. Der Gast nimmt sich eigentlich schon fast selbst aus dem Ofen, wird sofort bedient und trotzdem haben wir nur eine durchschnittliche Wartezeit von 45. Das kann doch nicht wahr sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig unausgeglichen. From Hero to Zero. Jo, wir sind freigegangen, auf Pleite gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt müssen wir das Level zum dritten Mal starten. Also werden wir eine eigene Turi-Pizza kreieren, auf den Chef kocht, auf den kann man echt Punkt. Dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann und tschüss.